This is a new reaction from Uncle DLP. Knackig und nackig. Onkel Bauer! Bis die Bude wackelt und zusammenbricht. Ja? Kommt auf die große Bühne. Bringt die Tonnage mit. Donage von Donation. Ja, die große bunte Trottelshow hier, ne? Oder man könnte auch sagen, Wie zock ich die Leute beim Chat und Stream ab? Oder Schweinemorelli versus schon wieder einen Doofen gefunden. Ja, Leute, herzlich willkommen hier. Oh, okay, als ob ihr nicht wüsstet, wo wir sind, ey, ganz ehrlich. Ja, in loving memory an gute alte Zeiten hier, ein bisschen Muppet Show Feeling. Frag mich nicht warum, ich hab keine Ahnung. Ich fand's einfach gut. Ich glaube einfach, die Hälfte von denen ist cool, die andere Hälfte ist wirklich doof. Und das passt ja irgendwie recht gut zusammen. Ne? Hupi, 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 hupi. Ja, ich muss ja einiges verarbeiten. Muss, kann, darf, will, möchte. Das könnt ihr jetzt halten wie ein Dachdecker. Ja, demnächst auch wieder sprichwörtlich Onkel. Ich bin schon dabei und ich bin hier gerade bei so einem kichernden, 3.9.11.04 Uhr, äußerst interessant. Nein, so äußerst interessant ist es auch wieder nicht. Aber jetzt gerade eben, fange ich damit an? Ah, ist ja egal, komm, fangen wir damit an. Also jetzt kriegt Bella gerade eben mal wieder ihr Futti Futti, ham ham papap, ham ham papap, ne? Dumm nur, dass wir dort roundabout Viertel nach 20 nach 11 haben und der Künstler ja immer vehement darauf besteht, das erste morgens ist das Tier, erst kriegt das Tier was zu fressen. Also die 12 geregelten Mahlzeiten für das Tier werden hier strikt eingehalten. Denn wir wissen ja, im Hause Schweinemorelli gibt es eine Konstante. Glücklich macht nur Fressen und Shoppen. Der Hund kann nicht shoppen, also muss er fressen, dann ist das Tier auch glücklich. Und ja, c'est la vie. Endlich mal wieder gemeinsames Frühstück mit Klaus Karin. Gut, laut aktuellen Informationen vom 4.9. könnte das auch wieder dauern. Oder es gibt wieder Kasala am Telefon und dann hat sie morgen aus strategischen Gründen wieder mit ihrem Hintern da zu sitzen. Und wir werden sehen, Onkel wird berichten. Ja, denn das macht er. Das tut er tun. Tut, 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 tut. So, jetzt muss ich aufpassen, dass nicht zu viel Neues wieder dann da, aber der Onkel macht mal, ne? Der Onkel macht mal. Ach so, ja. Ganz, ganz lieben Dank nochmal an meine beste Freundin. Nein, ich habe ja hier keine besten Freundinnen. Also von den ganzen Freunden, die mir alle am Arsch vorbeigehen, gehst du mir aber ganz besonders am Arsch vorbei. Ich finde das total toll. Das ist ein Kindheitstrauma, Traumata. Ja, auch hier kommt Babysitter drin vor und das habe ich alles noch gar nicht so richtig verarbeitet. Und ich finde das eigentlich total unfair, dass ich da immer wieder, aber ich finde das total schön. Ich weiß zwar nicht, wie du darauf gekommen bist, dass ich mir das ganz gerne anschauen wollen würde. Ich weiß nicht, ob hier einer heimlich zugeguckt hat bei dem, was ich nicht gucke und mit meinen Selbstgesprächen dann vielleicht. Also ganz, ganz lieben Dank, du bester aller nicht besten, also von allen normalen Freundinnen bist du mir doch wirklich die normalste, ne? Die normalste, nicht zu verwechseln mit der allerbesten Nicht-Freundin, die mir, das sind ja richtige Traumata, ne? Weil ich wusste nie, ob ich gern der sein wollte oder der bin, aber irgendwie war ich ja dann doch der andere, dieser Bösewicht. Also ganz, ganz lieben Dank an all meine besten Freundinnen. Ich habe da so ein internes Ranking, ne? Wer mir am meisten in den Hintern schiebt, den habe ich am liebsten. Aber offiziell habe
ich euch alle gleich gar nicht lieb, weil prinzipiell geht ihr mir eher nur am Arsch vorbei. Und von daher nochmal auch an dieser Stelle einen lieben, lieben Dank an dich, die du mir das... ich traue mich nicht, das aufzumachen, weil das Problem wäre, dann würde ich es wahrscheinlich gucken. Ach, ich bin so... Huppi, huppi. Also, wenn ich hier eine beste Freundin von all den Freundinnen hätte, dann wärst du das. Habe ich aber nicht. Weil, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, ihr geht mir alle gleich am Arsch vorbei. Denn ich bin ja nur ein Narzisst. Also ich jetzt selber eigentlich weniger. Wir haben das übrigens mal hier getestet. Der Onkel ist knapp dran vorbeigekommen. Ne? Also, ich denke, den Stempel mit arrogant und eingebildet, den kriege ich weg. Das ist okay, aber an dem Narzisstenstempel bin ich so ganz, ganz haarscharf so dran vorbeigeschossen. Ja? Also nochmal. Ganz lieb, also wirklich, ich traue mich das nicht auszupacken. Ich traue mich das wirklich nicht auszupacken. Das ist, ach, da war ich noch so jung, da hatte ich noch Träume. Da bin ich noch davon ausgegangen, dass meine Träume in Erfüllung gehen. Heute hat mich die Realität eingeholt, aber nichtsdestotrotz, mega, mega Dankeschön für diesen herzlichen, super Support. Ich habe auch nicht gefragt, was es kostet. Ich habe auch extra nicht gefragt, was es kostet. Also ich habe nicht gefragt. Aber ich habe direkt mal gegoogelt, das sind so knappe 45 Euro. Da freue ich mich aber, ne? Oh, das freue ich mich. Klaus Karin, ist das jetzt eigentlich, kriege ich dafür die 100 Euro Cash nicht? Oder wisst ihr, was? Ah, ich traue mich nicht, das aufzumachen. Herrlich, ne? Also nochmal, ganz, ganz lieben Dank an meine beste, tollste Freundin, die ja nicht die beste und die tollste ist. Ich hoffe, die anderen Freundinnen haben das jetzt kapiert. Ja, das Rennen ist wieder eröffnet. Es ist ein neuer Monat, neues Glück. Nochmal dabei sein, nochmal mitmachen. Hier Schweinemorelli richtig supporten. Ne? Vogel der Nacht, hilf mir zum Höhenflug. Vogel der Nacht. Ja, da kann ich mir ja davon hier mindestens 12 Stück von kaufen. Ja, übrigens, den Leak, ich weiß nämlich nicht, ob ich mir die ganzen 3 Stunden rumgesülzt in der Reimpfeife möchte von TikTok. Ja, aber Niki, liebe Frau Erdelt, thank you very much for bestätigen Sie Onkel. Ja, ich hab's gesagt. Aber ganz wichtig, ja, man darf die Leute halt nicht ganz ausnehmen. Ein Zitat von wem? Von wem? Was? Fossi? Nein. Von wem ist das Zitat? Man darf die Leute nicht ganz ausnehmen. Naja, von mir ganz bestimmt nicht. Oh mein Gott. Aber ist ja schön, ne? Auf dem Buckel und dem Leid von anderen Menschen, da hat sich's schon immer gut leben lassen und ja, man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist, und wenn man zu faul zum Schmieden ist, dann macht man das halt andersrum. Von daher läuft! Aber ganz wichtig ist erstmal eine kleine Latte Cappuccino Macchiato mit so einem Kilo, ungefähr ein Kilo. Ich nehme vom Rezept her, ich nehme immer ungefähr so ein Kilo hier mit Schokoloko, das ist nämlich, das ist gesund. Ich nehme auch nur die gute Milch von echten Kühen, ne? Geht's hier nicht dieses, nicht dieses nachgemachte Zeug, ne? Nee. Ja, gut, die schmeckt ein bisschen sauer, ein bisschen, aber die ist haltbar. Die ist bestimmt noch haltbar. Kennt ihr das? Latte Macchiato mit so 300 Gramm Schokolade drauf? Kennt ihr nicht, ne? Na, ihr seid ja auch nicht adelig, ne? Ja. Aber was ist denn da los bei dir? Ist wieder hier eine Störungs... das sind Luftblasen. Das ist aber schön. Nee, den Effekt wollten wir gar nicht. Eigentlich brauchte ich den Effekt. The person you've called is temporary zu trottelig zu streamen. So, aus, weg. Man kann es doch übertreiben mit den Special Effects, ne?
Ja, aber irgendwie alle 30 Sekunden ist der weg. Dann kommt hier so ein Warten auf Live-Signal-Störungsquellenbild. Was ist los? Das ist blöd. Wenn du alle Mods und Admins rausschmeißt, musst du den ganzen Scheiß alleine machen, ne? Ja, du willst den längsten One-Night-Stand der Welt. Pass mal auf, du bist so hottelig. Ich könnte jetzt was von Schlüppern und Schürzen erzählen, aber das macht ja alles keinen Sinn, ne? 3, 2, 1, 1, bing! Ja, du bist auch so ein langer One-Night-Stand. Ach ja. Jetzt sehe ich gerade an der Vergleichsfarbe, ich habe da tatsächlich zu wenig Schokolade drin und da ist ein Esslöffel drin. Jetzt mal echt, Leute. Wirklich, da ist ein Esslöffel Schokolade drin. Von der Farbe müssen da aber, glaube ich, noch 2 Esslöffel rein. Klar, Onkel, bist du blöd, da müssen 150 Gramm rein. Alles für die Figur, alles für die Gesundheit. Ja, eure Armut kostet mich an. Ganz zu viel reden. Ja, und ganz wichtig, es gibt wahrscheinlich eine hochauflösende 8K-Videoaufnahme, wahrscheinlich von einem Nachbar, der die ganze Straße im Blick hatte mit einem Teleobjektiv. Also es ist besser, du meldest dich jetzt, ja? Und am besten melden sich alle anderen auch direkt. Anton, los, meld dich und der Zettel... Typ, die Typin, alle melden sich. Ja, und Onkel, du meldest dich am besten auch direkt. Ja, da gibt's wahrscheinlich nämlich so ganz tolle Aufnahmen. Ja, der Nachbar hat früher bei Hollywood gearbeitet. Du bist so lächerlich, du Trottel. Ja, aber der Onkel ist ja auch pfiffig. Der Onkel ist ja auch pfiffig. Ich habe mal mit dem Nachbarn gesprochen. Und der Nachbar war so nett und hat mir hier proudly presents. Mir hat er die Aufnahme nämlich schon gezeigt. Ich habe nicht nur die Aufnahme. Nein, ich darf sogar die Person zeigen, die gefilmt worden ist. Ja, es ist wahrscheinlich kein geringerer als Kermit der Frosch. Ja, Kermit, das war's für dich. Aus die Maus. Das ist so ein Trottel, ist das. Entschuldigung für das aufgesetzte Lachen. Ja, für alle, die den Onkel noch nicht kennen, ja, es ist ein sehr arrogantes, gespieltes, aufgesetztes Lachen. Ja. Das gehört aber mit dazu. Das kommt davon. Ich meine, Leute, wer sich jetzt hier tatsächlich 12 Minuten angeguckt hat und sich jetzt über mein aufgesetztes Lachen aufregt, dem kann doch wirklich nicht geholfen werden. Leute, das ist die Muppet Show im Hintergrund. Ja, ich sitze hier mit halb offenem Hemd und esse eine Latte Schokolatio. Also jetzt könnt ihr euch doch hier über nichts mehr wundern, oder? Was soll hier noch passieren, worum man sich wundert? Was soll noch passieren? Batman persönlich hier durchs Bild läuft, oder was? Ja, oder? Oder was sagt ihr? You are. Yeah. Okay. Onkel, du bist ein Blödmann. Habe ich dir das schon mal gesagt? Onkel. Kontinence. Das ist ein sehr ernstes Thema hier. Sehr ernstes Thema ist hier. Ja, ein bisschen Souveränität, ein bisschen Kontinence. Beruhigt euch, Leute. Batman, mein Onkel. Jetzt geht's los. Hallo und ich komme. Ich bin auch ein cooler Batman, oder? Batman. Oder Darth Vader. Mit Bauch. Warum sind die alle so sportlich? Ich brauche einen dicken Superhelden. Ihr so einen richtig schönen. Okay. Ich versuche mal weiterzumachen. Ja? Ich gebe mein Bestes. Was hast du da? Kannst du mal gucken, was die da hat? Was hat die denn da? Ach so, ja, gut, das ist vielleicht was vom Napf oder vielleicht ist es die Wurst oder die Chicken Wings oder so. Ja. Also Klaus Karin, wie wär's, wenn wir mal den Boden ein bisschen aufräumen, ne? Was? Der Hund frisst eher als weg? Ja, ist egal. Was soll's, ne? Tritt sich fest. Weil 4 Monate ist schon wieder Weihnachten. Ich würde es aber vielleicht nochmal nachrechnen lassen. Ja, es war ein sehr hartes Jahr für Schweine Morelli. Ein sehr, sehr hartes Jahr war das. Ja.
so viel Arbeit. Ja, ja, hartes Jahr, hartes Jahr. Ganz hartes Jahr. Ja, ganz schön. Mal ein bisschen Mitleid hier, ne? War ein sehr hartes Jahr für ihn. In seinem Chat ist hier Frau Schmidtke. Übrigens charakterlich formidabel, aber aus meiner Betrachtungsweise letztendlich die Krankheit, wie gestern erwähnt, die hat keiner verdient. Also fast so gut wie niemand. Also ihr wisst, was ich meine. Und der ganze Chat geht so in die Richtung. Ne? Wer hat schon jemanden verloren? Was ist los? Wer, wie, was? Und schon ein bisschen bewegend auch mitzulesen. Das Problem ist, der Streamer, der Hauptverursacher eines solchen Chattes, dreht am Rad, knallt sich da seine 90er-Snap-Musik rein, schwabbelt und wabbelt da wie ein Arm. Vom fressenden, schmatzenden Schwein zum durchgeknallten. Ich möchte jetzt hier keine Affenart beleidigen. Da seht ihr, wie empathievoll der ist. Ne? Also, ne? Eine Lisa, eine Marina, eine Christina und viele andere versuchen da wirklich das Ganze ernst zu nehmen, untereinander einfach eine Kommunikation. Manchmal hilft es einfach, sich was von der Seele zu reden, in der Hoffnung, es liest jemand und es kommt auch die noch so kleine Reaktion. Was macht der Streamer? Der macht sich zum Affen wie der letzte Volltrottel und beleidigt damit ja indirekt, ich sage extra indirekt, auch mal wieder alle Kranken und die darunter leiden. Indirekt auch nur aus dem Grund, weil er ja zu blöd ist mitzukriegen, was in seinem eigenen Chat läuft. Ne? Aber wehe, da schreibt einer mal irgendwie, oh, findest du das jetzt nicht ein bisschen übertrieben? Raus! Das liest er. Raus! Raus! Das ist der Streamer der Herzen. Das ist derjenige, der von euch nur 30, 40 Euro verlangt. Pro Stream. Pro Nase. Oder halt ein Euro. Oder irgendwie was. So geht der Streamer mit euch, liebe Schweine-Morelli-Community, um. Eure Sache, alles gut. Aber davor könnt ihr doch jetzt bitte schön die Augen nicht verschließen, oder? Dafür, habt ihr das schon mal bei irgendeinem anderen Streamer gesehen? Wenn so ein ernstes, doch trauriges Thema, ich meine, das sind oft die Themen, das ist schwierig. Das ist schwierig, dann wirklich zu wechseln. Vor allem, wenn du zwei, drei Themen hast. Ne? Du hast hier ein bestimmtes Thema und gehst damit live und hast vielleicht zwei Themen auch in dem Chat. Dann kommt eine dritte Person rein, die will vielleicht einen Witz machen, weil sie gerade neu reingekommen ist. Und du als Streamer musst irgendwie versuchen, das Ganze zu verknüpfen. Wie früher in der Telefonzentrale. Ne? Aber da darfst du den nicht auf den Schlips treten. Die darfst du aber auch nicht mit Missachtung strafen oder so. Das ist wirklich nicht einfach. Aber was macht der denn? Vor allen Dingen, ich habe jetzt bei 49 Minuten und 46 Sekunden angehalten. Da liest man das und er dann total durchgeknallt. Der Typ, der ist so fettig und das ist widerlich. Das, was man dort sieht, was man dort mitbekommt, das ist einfach nur noch ekelig, menschenunwürdig und widerlich. Das ist der größte Müll, den es gibt. Das ist so ein großer Müll, dass ich jetzt vorspulen muss, weil selbst da sage ich, da noch ins Detail zu gehen. Nein. Ekelhaft. Und auch wenn ich der Meinung bin, ihr habt alle irgendwie so ein bisschen die Scheuklappen auf. Auch wenn ich der Meinung bin, irgendwas tickt doch bei euch nicht richtig. Ja? So muss ich trotzdem sagen, da, das sind die Momente, wo mir seine eigene Community wirklich leid tut. Also ein Großteil, ihr wisst, ne? Man kann sie nicht alle über einen Kamm scheren. Aber das tut einem dann schon leid. Wann hat er Mittagspause? Der hat Dauerpause. Das Gehirn ist auf Dauerpause, er ist auf Dauerpause. Der ist an dem Stuhl festgewachsen. Oh mein Gott.
Jetzt geht es doch tatsächlich um Krebs, Krebskrankheiten und Leiden. Und er liest einfach irgendeinen Kommentar um und sagt, ja, jeder Mensch geht da anders mit um. Ja, ist ja eigene Doofheit, ne? Wenn die Leute sich das selber schwer machen. Das ist doch nicht wahr. Wenn die Leute es sich selber schwer machen. Es geht um Krebs. Also wer bitteschön mit Krebs hat sich das... Oh, nee, ich hätte gerne einen anderen Krebs. Nee, der gefällt mir nicht. Ich hätte gerne so einen etwas schwereren, damit ich ein bisschen jammern kann. Was bist du für ein empathieloses... Nee. Ekelhaft bist du. Mein Gott, geh aus dem Internet. Geh raus. Hör auf, den Leuten dermaßen so auf die Füße zu trampeln. Das ist doch fürchterlich, ist das doch. Ich mache es mir nicht schwer. Ich bleib positiv. Ja, gut. Mir ist aber auch noch nicht bekannt, dass du Krebs hast. Du weißt wieder nicht, wovon du laberst. Du nimmst einfach irgendeinen Brocken auf und laberst den da raus und tust damit so vielen Leuten wieder weh. Du bist einfach nur ekelig, bist du. Einfach nur ekelig und widerlich. Ja, Gott sei Dank. Zack, bumm, raus, tschüss, auf Wiedersehen. Mann. Ja, wir haben uns dann wieder gesehen um 3.9. 20.01 Uhr. Davor war noch um 17.43 Uhr, war interessant. Also online gekommen für 2 Minuten. Hat es aber geklingelt, CIA, FBI, keine Ahnung, NSA. Und hat dann schnell nach 2 Minuten aber den Stream beendet, um ihn dann um 20 Uhr wieder zu eröffnen. Ne, da hört der Onkel einfach mal rein. Natürlich starten wir den Stream direkt erstmal mit Fressen. Fressi, Fressi, Ham, Ham, Papp, Papp, was sonst? Was? Nee, du hast den Napf doch nochmal voll. Ne? Den habe ich dir heute schon 8-mal voll gemacht. Du hör mal auf, das ist mein Essen. Ja, nee, ist klar. Und wie der wieder am Schlingen ist, am Schlingen, wie der sich dieses Essen in den Hals schiebt. Oh mein Gott. Ja, hier, aber nur eine. Ja, seine Regeln. Seine Regeln, seine Gesetze. Er ist der Hundehalter. Der ist so doof, die beißen echt die Schweine. Die beste Butter, Weinstephan-Butter, das ist die beste Butter. Außer die, warte mal, ich komme gerade nicht auf den Namen, ja, die mit den Stückchen. Aber egal, das ist die beste Butter, hält die in die Kamera. Kannst du bitte mal ganz kurz lesen, wo da drauf steht auf dem Päckchen, dass das Butter ist? Du Margarine-Yogi, du. Zeig mir das doch noch mal ganz kurz. Zeig dem Onkel doch noch mal ganz kurz die beste Butter. Die beste Butter, die du da gerade reingehalten hast, wo da drauf steht, dass das Butter ist. Kannst du mir das bitte mal zeigen? Du Margarine-Yogi, du. Hm? Ich meine ja nur. Ist ja nicht so, dass ich jetzt hier kleinlich wäre, ne, in meinem hohen Alter. Das wollen wir ja nicht mit anfangen. Hm? Aber du sprichst doch davon, dass der adlige Künstler ihr die beste Butter isst. Mhm. Dumm nur, dass das keine Butter ist, was du uns da zeigst, ne? Sondern eine Speisefettzubereitung. Oder? Hm? Du Trottel, du. Also reiner Markenfetischismus. Reiner Markenfetischismus. Weinstephan könnte da halbgefrorenes, gelatinemäßiges Wasser reinkippen und er würde sagen, das ist das Beste und das Tollste. Weil Geschmack hat der ja eh nicht. Das reicht, halbes Paket Butter ist leer. Er ist keine Margarine, er ist kein Kanickel. Also erstens der Fachbegriff für das, was du gerade in die Kamera gehalten hast, genau, das ist Margarine. So, davon mal ganz abgesehen, habe ich noch nirgendwo irgendwo ein Kaninchen mit einem Rama-Becher rumhoppeln sehen. Habe ich wirklich noch nicht gesehen. Ja, also... Naja, aber du bist ja der Schleuste von allen. Du bist der Oberschleuste. Von deiner Schleuheit kann man sich nur verbeugen. Die Verbeugung ist aber so, diese Startposition zum Rennen ist das dann. Oh, der kleine Hater, jetzt fängt er wieder an zu beefen. Mögen die Spiele beginnen, ja? Er hat wieder irgendwelche Games eröffnet. Ah, okay. Naja, zum Schluss in der Ecke sitzen und heulen. So kennen wir ihn. Also ist ja schon interessant, wie man merken kann, wenn man so auch nur am Rande mal so andere Bubbles, so andere Streamer mal ein bisschen beobachtet, ne? Also Leuten, die er auch gerne supportet, mit denen er gerne was zu tun haben möchte, was die so raushauen und schon so ein paar Parallelen, ne?
Oder? Oh, jetzt muss ich aufpassen. Nicht, dass ich jetzt noch Vorhautflimmern krieg. Aufpasse, immer Onkel, aufpasse, ganz wichtig, Onkel, aufpasse. Ja, lass uns doch mal Meta verklagen auf 100.000 Euro, da kann man auch mit der Hälfte klarkommen. Ja, klar, hau weg. Mach sie fertig, Schweinebrille, mach sie fertig. Oh, eine Transcript Reaction. Eine Transcripting Reaction from the Schweine Morelli himself. Oh yeah, Onkel, hör mal genau zu. Wie bitte? Der Klobürstenimitator von Mühlhausen? Damit beziffer ich dein geistiges Eigentum. Bist du bekloppt? Dein geistiges Eigentum ist also eine Klobürste und eine Müllhalde, okay? Hast du gesagt, nicht ich. Ja. Grüße gehen raus ans Transkript. Leute, ist der bekloppt, echt, ey. Naja gut, wenn du widerlich und ekelhaft bist, wie soll ich das denn nennen, außer widerlich und ekelhaft? Also, du hast ja hier Argumente und Beweise, da wird man ja ganz schwindelig. Ja, danke an Jürgen, dass du gerade eben hier zugibst, dass du dir widerrechtlich Datenmaterial besorgt hast und von anderen privaten Menschen das Ganze getranskriptest und gespeicherst. DSGVO lässt grüßen, du super Beweissammler. Wobei ich mir jetzt nicht bewusst bin, was da drin stehen sollte, wo du irgendetwas mit anfangen kannst. Außer vielleicht einen Lerninhalt, einen Lerneffekt, den man bei dir aber ausschließen kann. Also von daher, es wird immer interessanter. Das war's mit deiner Transkript-Reaction, ekelig und widerlich? Das war's? Mehr kriegst du nie auf die Kette und jetzt möchtest du uns von deinem Umzug erzählen. Na, okay. Dein Matt, du bestimmst, was reinkommt. Da wird sich spätestens dieses Jahr was tun. Na, dann gib Gummi. Ich suche aber nicht so eine normale Wohnung wie jede andere. Nein, ich suche doch schon eine Wohnung mit einem extra Eingang nur für mich. Ja, frag doch mal in der Klapsmühle nach. Die haben da extra Eingänge, extra Schlüssel. Wie wär's denn mit sowas, du arroganter kleiner Fatzke, du? Nein, ich kann die Karin nicht verlassen. Die ist schon 60 Jahre alt. Ich kann die Karin nicht verlassen. Die braucht ja auch Hilfe. Tapa, was redest du da? Wer lässt sich denn die Bude putzen? Wer lässt sich denn das Fütchen hinterherräumen? Das bist doch du. Du tust ja gerade so, als ob du in irgendeiner Weise einen positiven Einfluss auf Klaus-Karins Leben hättest. Was denn? Was denn? Wo hast du ihr geholfen? Was hast du denn gemacht für Klaus-Karin? Außer, dass du sie durch die Scheiße ziehst und behandelst wie den letzten Dreck. Was hast du denn bitteschön für Klaus-Karin gemacht? Wo bist du denn die Bereicherung des Lebens? Kannst du mir das mal bitte erklären? Übrigens vielen anderen auch. Das Beste, was Klaus-Karin passieren könnte, ist, wenn du wieder abhaust nach was weiß ich wohin. Keine Ahnung. Hauptsache weit weg. Oh. Sag mal, gibt das jetzt so eine Art Filmfreak hier? Wir tauschen da und hin und her. Du warst bei Klaus-Karin, jetzt bist du bei deinen blöden, tollen, super. Übrigens, Dankeschön. Beste Freundin von all denen, die alle gleich sind. Ganz lieben Dank nochmal. Was soll denn der Quatsch jetzt? Machst du jetzt einen auf Filmfreak? Ja? Oh. Hm? Ja? Okay. Die Leute sagen, du bist unterbelichtet. Im Moment bist du überbelichtet. Du kannst mit Klaus-Karin keine WG gründen. Ja, woran das wohl liegen mag, ne? Ein Schelm, wer hier Böses denkt, ne? Entschuldigung, ist das der Bus zur Bodengeldstelle, ja? Hören Sie mal, könnten Sie eventuell auch einen Bus bauen oder so? Ich frage nur, Sie sehen nett aus. Ja, genau. Ich möchte in der Nähe von Klaus-Karin bleiben. In Münster oder in Wuppertal oder so. Irgendwie in der Nähe von Klaus-Karin. Ja. Also so 100 Kilometer, so ungefähr. Bremer Auge, ne? Schön in der Nähe. Hat ja Deutschland-Ticket. Münster. Da hatte ich meine Freundin. Schön da.
Also jetzt mal ganz von vorne. Du möchtest jetzt deine Anzeigen gegen mich mit Aussagen dritter Personen aus unserem Chat hier begründen, die ehrenverletzend sind, weil sie Schweinemorelli sagen, eine Wortkarikatur passend satirisch auf dich. Das möchte ich gerne sehen. Also das wird lustig. Mal ganz davon abgesehen, dass es überhaupt nichts bringt, möchte ich dann doch mal auf diverse Chat-Nachrichten bei dir hinweisen. Und da reden wir nicht von irgendwelchen kleinen Kram oder dumm, langweilig, penetrant, sondern da reden wir von knallharten Sachen. Übrigens, Angelika wäre da hier auch sofort hervorzuheben. Das wird aber eine interessante Gerichtsverhandlung. Das wird wirklich interessant. Wobei ich mir vorstellen kann, das wird ein Richter erst gar nicht zulassen. Aber wenn, dann wird das interessant, mein Freund. Das wird wirklich interessant. Oh, Lüge, Lüge gibt eine Rübe. Lüge, Lüge gibt eine Rübe. Hast du nicht gesagt, dass du deinen Kühlschrank unter Garantie wieder abholen lässt und dieses Geld dir dann verrechnet wird? Das hast du doch gesagt. Du hast doch in deinem Video gesagt, dass du diesen Kühlschrank zurückgibst und dann nur noch etwas zuzahlen musstest für deinen neuen, den du dann aber plötzlich gebraucht gekauft hast für den gleichen Kurs, was er neu kosten täte würde. Oder habe ich da was falsch verstanden? Nein, habe ich nicht. Und jetzt sagst du, dass du diesen Kühlschrank, den du damals für, weiß ich nicht, 300 Euro oder so warnst, durch Roswitha hast finanzieren lassen, wo du noch geheult und gejammert hast vor lauter Freude, dass du ihn überhaupt kriegst, dass du ja trotzdem noch das zurückzahlen musst an die Roswitha. Ja, danke schön, schön, dass du mir wenigstens kleine Raten gemacht hast, aber bezahlen muss ich es ja trotzdem. Und den willst du jetzt für 250 bis maximal 230 Euro, das alte versiffte Drecksding, das möchtest du, ach nee, warte mal, der ist ja schon einmal umgetauscht worden. Nein, nee, dann ist er ja nagelneu. Entschuldigung. Ah, da muss ich zurücknehmen. Nee, also, das ist ja schleu. Also, du hast den damals von Roswitha finanzierten Kühlschrank, den du eventuell zurückbezahlt hast. Ich meine sogar, dass irgendwann mal Roswitha gesagt hat, komm, lass die Raten stecken. Der ist zum Geburtstag. Aber da müsste ich nochmal nachgucken. So, den hast du jetzt umgetauscht, weil er doch zu laut und kaputt ist und hast jetzt praktisch einen nagelneuen Kühlschrank da stehen, den roten, hast uns dann die Community belogen, indem du gesagt hast, du kriegst eine Gutschrift für diesen Kühlschrank, dann kaufst und tust du nur einen Hunderter dabei, dann kriegst du den neuen Kühlschrank, gebraucht von eBay mit dieser tollen Familie, die den mit dem Sprinter vorbeigebracht haben. Ja, und jetzt hast du, Schlingel, ja einen nagelneuen Kühlschrank da, den du doch nicht wieder verrechnet bekommen hast, sondern den willst du jetzt für 250 oder für 230 Euro verkaufen. Und dann willst du das Geld der Klaus Karin geben. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Genau. Und ich bin der Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Du Lügner und Betrüger. Lügner und Betrüger bist du. Du lügst, wenn du die Schnute aufreißt. Dann lügst du schon. Ja, da. Da, 3.9., 20:01, Minute 21. Wie im Auge. Nicht Onkel, kannst du dir dein Trump-Skript, das kannst du dir um den Finger wickeln, kannst du dir das. Du hast geholfen beim Kühlschrank und bei der Couch-Garnitur, dadurch, dass du Preise ausgehandelt hast? Du bist ja ein toller Typ, echt, ey. Du bist ja, jetzt machst du einen auf dicke Hose, dass du wieder Klaus Karin ihr erbärmliches Leben gerettet hast. Dabei hast du überhaupt nichts gemacht. Gar nichts hast du gemacht. Nichts hast du gemacht. Was für Preise hast du ausgehandelt? Was denn? Bei der Gebrauchtmädel-Möbel-Börse hast du... sag mal. Wie widerlich muss man noch werden? Ja, die Grenze ist bestimmt noch nicht erreicht. Früher hätte ich gesagt, ja, aber bei dem, ich bin mir ganz sicher, die Grenze ist noch nicht erreicht an Widerlichkeit. Klaus Karin bekommt nichts vom Amt? Aha. Aber die geht doch nur eine Stunde arbeiten, oder? Habe ich das falsch verstanden? Ich meine nicht, dass es jetzt irgendjemandem was angehen würde. Aber du machst es ja gerade zu deinem Content. Du machst ja das Privatleben von Klaus Karin gerade zu deinem Content. So weit, so gut, ne? Du stellst dich da als Held hin.
indem du jetzt hier Klaus Karin ihr Leben offenlegst, ja, und darüber philosophierst und predigst. Okay? Okay, soweit? Soweit okay? Nicht, dass wir uns da missverstehen, ne? Nicht, dass wir uns da missverstehen. Mhm. Naja, endlich mal was Vernünftiges. Jetzt bezieht er sich auf seinen Chat und sagt, ja, hier sind sehr boshaftige Menschen drin. Ja, hier sind sehr, sehr boshaftige Menschen drin. Hier in meinem Chat, ja, beim Schweinemorelli sind sehr boshaftige Menschen drin. Ja klar, wie der Herr, so ist Geschehr. Oh, jetzt muss der Onkel genau hinhören. Also Annettchen und Jürgen haben ihm erklärt, dass irgendwelche von da und da ein falsches Spiel spielen. Und Schweinemorelli erklärt uns jetzt dieses Spiel. Ja, bin ich mal gespannt. Meine Mau Mau hat er bis heute nicht kapiert. Aber gut, ich höre mal zu. Was? Ich hab erkannt, dass man mit dir Geld verdienen kann? Oder wen meinst du jetzt damit? Aha, okay. Wie soll das denn gehen? Was laberst du da alles für ein Kappes? Echt, ey. Also, es ist ein netter Nebeneffekt. Ich arbeite hier auch sehr viel. Aber das ist doch nicht der Grund, warum ich hier sitze und für dich Reaction mache. Nein, ganz bestimmt nicht, mein Freund. Aber gut, ich höre mal gespannt weiter zu. Dieses ganze Wurst-Wort-Gulasch, wie soll ich das denn auseinandernehmen? Also das Einzige, was mir wirklich auffällt, das sind doch sehr zufällige Parallelen zu vielen, vielen verschiedenen Dingen. Ich weiß nicht, ist euch da auch was aufgefallen? Wenn nicht, naja, warten wir mal. Vielleicht gibt es da ja nochmal ein Special zu vom Onkel, ja? Onkel erklärt die Welt, weil das Wort-Gulasch, da habe ich nicht verstanden. Ja, ich habe in der letzten Reaction unter anderem 100 Schweizer Franken bekommen und den Umrechnungskurs, der wurde sogar direkt noch in den Chat reingeschrieben, damit du dich nicht bemühen musst, mein kleiner Klobürsten-Imitator. Und jetzt, wo ist dein Problem? Da kann man mal wieder sehen, was man mit Leistung und Sympathie, was man damit so alles erreichen kann. Sogar Support. Ist doch cool, oder? Also, an dieser Stelle nochmal. Dankeschön. Auch in die Schweiz, Österreich, Italien, Dänemark auf jeden Fall, Niederlande, ja, USA, überall. Ganz, ganz viele nette Onkel-Fans. Ja. Und jetzt? Bla, 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 bla. Du bist zivilisiert? Du nennst dich zivilisiert? Also gerade jetzt aktuell, wo du mal wieder dermaßen allen Menschen, die in irgendeiner Art und Weise selber an Krebs erkrankt sind, waren oder auch Menschen, die in der Familie Krebskranke haben oder verloren haben durch diese fürchterliche Krankheit. Gerade du nennst dich zivilisiert. Gerade du. Nein, du bist widerlich. Nein, keiner kritisiert dich, also doch, also du wirst, ja, muss ich mal aufpassen. Also prinzipiell wirst du nicht dafür kritisiert, dass du isst und trinkst. Die Problematik liegt eigentlich vielmehr im Grundsatz dessen, dass das, was du dort tust, weder Essen noch Trinken ist. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der beim Trinken schmatzen kann. Also ich gehe hier extrem in die Richtung Saufen, wie am Trog. Und das, was du ein Essen nennst, das ist Fressen, weil das ist widerlich. Weil man dir nicht beigebracht hat, als Kind mit geschlossenem Mund zu essen. Du schmatzt und schlingst und schlabberst, alles fällt, die Hälfte fällt dir aus dem Maul raus. Das ist Fressen, was du da tust. So. Das ist der eine Kritikpunkt. Der andere Kritikpunkt ist, dass du dir, und du weißt ganz genau, wie du zu dieser OP gekommen bist, zu deiner zweiten, dritten Revision, ne, zweite, dritte OP gekommen bist, und dass du es jetzt geschafft hast, tatsächlich nach kürzester Zeit, hasta la vista honeymoon, und jetzt ist die Gewichtszunahme wieder da. Das wird natürlich kritisiert, denn es ist dein Content gewesen, diese OP, dein Content sind die Regeln gewesen, die Ärzte dir auferlegt haben, wie, was du zu essen hast, wie
wie du es zu essen hast, wann du es zu essen hast. Du hast gegen alles verstoßen. Du hast vor ein paar Tagen noch, erster oder zweiter, neunter, Ende August, Anfang September, hast du noch erzählt, na, ich trinke nur noch mein Wasser, so wie das jeder macht, nur noch mein Wasser. Genau, das Wasser hast du weggestellt, seitdem kippst du dir nur noch Cola in den Kopf, du kippst dir Latte Macchiato mit 150 Gramm Schoko, Kakaopulver im Kopf, du kippst dir deine Apfelschorle im Kopf, du knallst dir deine Eistees rein. Genau das machst du. Und das wird kritisiert. Natürlich, es ist ja auch dein Content. Das ist ja das, was du niemals verstehen wirst. Niemand kritisiert dich, dass du Nahrung zu dir nimmst. Nein, es geht darum, dass du die Nahrungszunahme als Content benutzt. Es ist Bestandteil. Deine OP ist Bestandteil deines Contents. Und deine ganze Rumpfresserei ist Bestandteil deines Contents. Und das wird natürlich kritisiert. Denn es ist eklig, was du machst. Und falsch. Und falsch. Und du gibst damit falsche Signale nach außen. Du zeigst der ganzen Welt den Finger. Und du sagst hier, guck mal, ich kann nichts, ich mach nichts. Ich bin seit 47 Jahren der letzte Loser. Ich lass mich immer von der Allgemeinheit aushalten. Ja, 99% meines Lebens lebe ich von Sozialleistungen. Ich habe aber alles, was man braucht. Ja, die Trottel haben mir den Umzug nach Erfurt bezahlt. Die Trottel haben mir den Umzug zurückbezahlt. Wieder hier nach der Stadt Nordrhein-Westfalen. Da geh ich jetzt mal zu der anderen Stelle, zur Wohngeldstelle, da funktioniert es dann ein bisschen anders. Da kriege ich dann auch schon wieder die Unterstützung und Hilfe, Darlehen hin oder her. Aber erstmal habe ich die Muffen in der Tasche. Ja, ich kriege alles. Ich kriege sogar eine OP, wo andere Leute wirklich vorher Therapien machen müssen, Sport nachweisen müssen, wo die Fresssucht behandelt wird und die ganzen Auslöser für so eine Geschichte. Nein, das kriege ich schneller. Ne? Ich sitze mit meinem dicken Mocker im Babybecken, lass mir vom Bademeister unterschreiben, dass ich reingekommen bin und dann ansonsten pfeife ich mir hier ein BMI rein von über 50 und dann kriege ich das schon. Kaum steht irgendwo ein Text, ja, wenn man schon mal eine Schlauchmagen-OP hatte und dann zufällig Reflux bekommt, oh, dann muss man schnell handeln. Zack, bumm, kaum hat er es gelesen, du bist damals in dem Chat darauf hingewiesen worden. Das liegt übrigens alles vor. Der Onkel sagt hier nichts, was er sich aus den Finger saugt. Das liegt vor. Du bist von einer Person im Chat darauf hingewiesen worden, dass es doch eine Revisionsmöglichkeit gibt, wenn man Reflux hat. Und zack, keine zwei Tage später hattest du plötzlich Reflux. Vorher hast du gelesen, ab einem gewissen BMI kriegt man es und schon bist du mit der Kombination dahin gegangen. Hast du deine Atteste holen lassen, vorher hast du es versucht mit Herzklopfen und Herzstolpern. Ja, du bist nach draußen gegangen, du hast einen Outdoor-Stream gemacht, ein IRL hast du gemacht. Da hast du gegen den Onkel gemeckert und gewetert und gehetzt und gezetert. Und hast gesagt, du hast so massives Herzstolpern und Herzklopfen, Husten. Ja, das ist ja schon unmenschenmöglich und der Onkel ist an allem schuld. Können sich viele, glaube ich, noch gut dran erinnern. Und was hast du vor zwei Tagen vorgelesen in deinem Attest? Herzvorerkrankung nicht bekannt. Herzvorerkrankungen nicht bekannt. 2023, 2022, 2021, 2020 holst du deine Community vor, dass du doch ach so herzkrank bist. Ja, du armes Mobbing-Opfer. Du bist so krank, das ist ja unmenschenmöglich, wie krank du bist. Das geht ja gar nicht. Man muss dich jetzt auch mal finanziell ein bisschen unterstützen, damit du dein Leben wieder in den Griff kriegst, so als herzkranker Mensch. Herzvorerkrankungen nicht bekannt. Was isst du, Laberkopf? Weißt du, was du brauchst? Du brauchst eine viel größere Wohnung. Weil stell dir mal vor, du wirst irgendwann mal wach und du kriegst das Pinocchio-Syndrom und deine Nase wird immer länger, wenn du Lügen tun tust. Könnte eng werden in deiner Butze. Könnte wirklich verdammt eng werden in deiner Butze. Ja? Am besten ziehst du irgendwo nach Dresden auf den Baum. Da kriegst du alles mit und die Nase kann wachsen, wohin auch immer. Was hältst du denn davon? So ein Widerling bist du. Und damit beweist du nämlich genau, wie wichtig du für so ein soziales Gefüge, für ein Miteinander bist. Gar nicht. Du bist ein Loser, ein Versager auf der gesamten Linie. Du hast ja immer alle ausgenutzt, du hast immer andere für dich arbeiten lassen. Das bist du. Du bist eine Schande für die Gesellschaft. Das bist du. Und deine Freizeit, wovon du dummerweise viel zu viel hast,
Die nutzt du nicht, um deine Freunde zu unterstützen, dein Leben irgendwie in den Griff zu kriegen. Deine Bude, ja, dein Messi-Saustall. Nein, das kann ja Klaus Karin machen. Ne? Dein Leben in den Griff kriegen, ja, dass es wieder läuft, hast du vor ein paar Tagen selber gesagt, das sollen deine Supporter machen. Ach nee, deine Freundin, also deine Freunde, Freundessupporter, also die Beste. Aber die Beste habe ich ja nicht. Ich habe ja nur die Zweitbeste, die sind ja alle gleich doof. Ja, so sieht's doch aus. So sieht's doch aus. Das ist doch die Wahrheit. Und jetzt setzt du dich wieder dahin, mit erhobenem Finger und sülst und lästerst und hetzt darum wie drei Große. Als ob du nichts Besseres zu tun hättest den ganzen Tag. Als ob du nichts Besseres zu tun hättest. Weißt du was? Pack doch die Kack-DVDs aus. Pack sie dir aus. Das sind, wie viel Stunden sind das? Mein Gott, da hast du richtig was zu tun. Keine Ahnung. Das ist die Staffel 1 bis 6. Das sind alle Staffeln. Das ist alles zusammen. Das ist da bist du erstmal richtig mit beschäftigt. Ja, wenn du das fertig hast, dann packst du die nächste aus. Ja, dann packst du die nächste. Ich glaube, das sind 3 Stunden, stand da irgendwo. Über 3 Stunden, ach nee, 3 Stunden brandneue Extras. Das ist Bonusmaterial. Ne? 120 Original-Episoden. Ja, das guckst du dir dann an. Und dann packst du die ganzen anderen Kackdinger auch aus. Und dann lässt du die laufen. Dann setzt du dich da auf dein komisches Haya-Betty-Dingenskirchen da. Frisch bezogen oder auch nicht. Und dann kannst du in dein Kissen heulen und auf die Matratze und dann ist mir dann alles egal. Was hältst du denn davon? Das ist doch mal eine gute Idee, oder? Das ist doch mal eine richtig gute Idee. Du alter Hetzer und Schürer, du. Und Lügner. Und übrigens, mich brauchst und kannst du gar nicht belügen, denn mich interessiert das nicht. Ich bin nur derjenige, der die Lügen hört und der sie dann hier aufdeckt. Warnend für viele, viele andere Leute. Aus dem Herzen sprechend für ganz, ganz viele andere Leute. Das ist das, was ich hier mache. Mich brauchst du nicht belügen, das interessiert mich nicht. Das Einzige, was mich interessiert, ist, die Lügen aufzudecken. Du belügst deine Community. Du belügst deine Familie, deine sogenannte. Hast ja jetzt alle in deine Familie reingeholt, ne? Die ganzen Freundinnen und so. Also fast alle. Nicht also jetzt, bis auf die Huren. Doch, ich weiß es nicht. Ich komme da manchmal ein bisschen durcheinander bei dir. Hm? Die belügst du. Nach Strich und Faden. Und dann, wenn sie dann mal so ein bisschen nicht mehr in eine Spur laufen, so wie heute Klaus Karin, so wie letztens Roswitha, wie davor Dagmar, dann werden die lang gemacht, privat. Dann wird der Stream schlagartig ausgemacht und dann gibt's Kasala, ne? Dann werden die wieder eingenordet. So sieht's doch aus. So sieht's doch aus. So und nicht anders. So eine widerliche Duppes bist du. Ich weiß nicht, ob das Video noch kommt oder nicht. Ich kann mir nicht den ganzen Driss anhören. Ja, habe ich auch gar keinen Bock drauf. Aber was war denn mit Mike? Da hat doch der eine, der die 10 Euro geschickt hat. Ne? Und der sagt dir selber im Stream, ja, ich habe ja auch kaum Geld und ich habe kein Geld und hin und her, aber ich habe dir trotzdem mal einen 10er geschickt, ne? Weil er einfach ein bisschen Aufmerksamkeit haben wollte. Ja? Menschen, die nichts haben am Monatsende, wenn die am Monatsanfang einen 10er schicken, dann haben sie am Monatsende einen Tag vorher nichts. Ja, dann dauert der Monat nicht noch 7 Tage zu lang, sondern für ihn dauert es jetzt 8 Tage zu lang. Und wie viel Aufmerksamkeit hat er für diese 10 Euro von dir gekriegt? Richtig gar nichts. So, jetzt kommt er in den Stream und bettelt nach ein bisschen Aufmerksamkeit, was ja auch sein gutes Recht ist dafür, dass der dir Vollhorst da auch noch die Kohle gegeben hat. Und was machst du? Du bist so widerlich und sagst, guck mal, Mike, nimm dir mal ein Beispiel da dran. Hier, der hat auch kein Geld und schickt mir trotzdem was und du schickst mir nichts. So ein widerlicher Typ bist du. Wie war das denn damals, wo du im Chat geschrieben hast oder schreiben lassen hast von den Admins? Übrigens im Namen Kirschli, ne? Im Namen Kirschli. Ja? Ja, wenn ihr kein Geld habt, um den Künstler zu supporten, dann besorgt ihr euch doch gefälligst mal einen Nebenjob. Das ist nämlich dein wahrer Charakter. Nichts anderes zählt. Die Leute zu versuchen, jetzt auf Facebook einzufangen, dann rüber zu schleusen nach TikTok. Denn bei TikTok hast du es selber gesagt, Vorteil Nummer 1 ist, du hast sofort Zugriff auf die Kohle. Du musst nicht warten bis Mitte des Monats, 20. also schon fast Ende des Monats. Du musst nicht warten, du hast den Zugriff auf die Kohle sofort. Ja. Und nochmal, ne, ich habe es ein paar Mal schon in die Kamera gezeigt, du kannst bei TikTok jeden Tag, jede Zahlung, du kannst 5-mal am Tag was abheben
auf 5 verschiedene Konten oder PayPal-Konten. TikTok interessiert das nicht. Du gibst einfach eine PayPal-Adresse rein, zack, bumm, Kohle raus, Kohle ist raus. Fertig. Und als Empfänger steht da TikTok. So sieht's doch aus. So sieht's aus. Und das sind die Vorteile. Wo ist denn deine eigene Kritik, wo du die Leute vor TikTok gewarnt hast, wo du gesagt hast, es ist ja total bescheuert, wenn ihr hier 100 Euro einsetzt und es kommen nur 30 Euro bei mir an. Das ist ja ziemlich blöd. Jetzt bist du nämlich genauso gierig geworden wie all die anderen, die es darauf abgesehen haben. Nicht auf die Plattform, ist ja vollkommen in Ordnung. Es ist eine Plattform, die wird geboten, sie ist konkurrenzfrei, sowas in der Richtung gibt es nicht. Zumindest kenne ich keine andere. Also wird es benutzt. Aber dennoch, gerade auch bestimmte mittlere Summen und hohe Summen, das ist doch. Ich meine, es ist was anderes, ob ich mir jetzt 20 Euro auflade und die dann rosentechnisch für einen Cent mal hier oder da verteile oder mal eine Truhe oder sonst was. Ja. Da reden wir ja von Klimperbeträgen. Aber bei dem, was du forderst von deiner Community, was du forderst, 10, 20, 30 oder nur 40 Euro, nur 40 Euro. Das sind 12 Euro für dich. Der Rest für TikTok. Wo sind die Warnhinweise jetzt? Nein, es ist dir egal. Es ist dir egal. Hauptsache, du hast schon mal die 12. Dann müssen die Leute halt mehr einsetzen. Du willst deine 100 Euro am Tag haben. Ja, dann müssen die Leute halt zusehen, dass sie dementsprechend da die Kohle ranholen. Das ist doch wichtig. Gut, dass das dann mal eben über 300 Euro sind, ist ja nicht dein Problem. Ne? Bis du dann irgendwann wieder gierig wirst und dann wirst du sagen, ja Moment mal, das ist aber nicht so gut. Ich habe hier noch einen PayPal-Link. No, also bevor ich jetzt 100 Euro ausgibt und ich kriege nur 30, dann könnt ihr mir die 100 Euro aber auch direkt auf PayPal schicken. Das ist doch das Nächste, was kommt. Ne? Dann wird es aber ein bisschen schwieriger, dann musst du wieder mit Verwendungszwecken arbeiten, ne? LCD-Fernseher zum Beispiel. Junge, du bist so blöd, dich hat man in 5 Minuten durchschaut. Wenn man das möchte. Und das ist das Hauptproblem. Viele aus deiner Community möchten das gar nicht durchschauen. Aber vielleicht erreichen wir den einen oder anderen einmal im Monat. Reicht doch. Nein, es reicht nicht. Das Ziel müsste mehr sein. Aber ich kann es ja auch nicht ändern. Mehr als hier mich hinsetzen und es sagen, ins Lächerliche ziehen, mit etwas Satire und Parodie hier versuchen, dir Einhalt zu gebieten und vor dir zu warnen mit deinen eigenen Lügen, mit deinem eigenen Content. Hier sind keine Mutmaßungen drin. Ich spinne mir hier nichts zusammen. Ich saug mir nichts aus den Finger. Ich erfinde hier keine Märchen. Nö. Mit deinen eigenen Worten, mit deinem eigenen Videomaterial, mit deinen Aussagen und den Aussagen in deinem Content von deinen sogenannten Freundinnen, die du auch immer schön untereinander ausspielst. Ja? Deine Lügen aufzudecken und das den Leuten zu zeigen. Den vielen, die es wissen, einfach nochmal, sagen ja auch viele, Onkel, der wird es nie lernen, hör auf. Ja, das ist mir auch klar. Mir ist klar, dass es nicht das React gibt, wo er sagt, oh mein Gott, der Onkel hat recht, ich bin voll auf Arsch. Nee, ich muss damit jetzt aufhören. Nein, das wird es natürlich nicht geben. Es geht viel mehr darum, euch auch aus der Seele zu sprechen. Und natürlich in der Hoffnung, irgendeiner, ja guck mal, wie viel haben wir hier drin? 180, 200, 210 Leute. Die sind ja jetzt nicht alle im Chat. Da sind ja genug dabei, die dem hörig hinterher humpeln. Einer, der sagt, jo, aus die Maus, mein Freund, das war's. Ich glaube, du hast übertrieben. Nicht wegen meinen Worten. Nein, wegen seinen Worten. Nicht wegen meinem, ich bin nur ein Translator. Ich komprimiere es und versuche es auf den Punkt zu bringen. Und das Ganze irgendwie so lächerlich zu verkaufen, dass man dieses ekelhafte, widerliche, böse Getue sich überhaupt noch einpfeifen kann. Ja? Wegen eurer eigenen Entscheidung, wegen seinen Worten und seinen Taten, sollt ihr ihm den Rücken zukehren. Beste, was ihr machen könnt. Egal wer. So sieht es doch aus. Nicht wegen mir. Wegen mir könnt ihr, ihr könnt alle machen, was ihr wollt. Alle, hoffentlich alle groß genug und alt genug. Und mündig genug. Ne?
Oder seid ihr auch schon entmündigt von ihm? Das hatten wir ja auch in den letzten Tagen. Es ist in den letzten Tagen ist so viel Müll passiert. So viel Müll. Gabi durch den Kakao gezogen, vorgeführt. Gerda durch den Kakao gezogen, vorgeführt. Roswitha durch den Kakao gezogen, vorgeführt. Klaus Karin durch den Kakao gezogen, vorgeführt. Die eigene Familie, die eigene Mutter durch den Kakao gezogen, vorgeführt. Ja, lasse alle samt selber genug Punkte haben, die man kritisieren kann. Aber ich rede ja jetzt davon, was er gemacht hat. Dann wieder auf Krebskranke gegangen. Wiederholt auf Krebskranke gegangen. Flexen wie einen Großen. Alle eine lange Nase zeigen. Nee, 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 nee. Ich tu nichts, ich mach nichts. Ich bin eine faule Sau, das schon seit 47 Jahren. Guck mal, was für ein Luxus ich lebe hier, womit ich flexen kann. Hier, ich fress doch keine Margarine. Immer, es gab Zeiten mit meiner Mutter zusammen, da wäre ich froh, wenn ich mir die billigste blöde Pflanzenmargarine, dieses talgige, tranige Dreckszeug mit einer Scheibe Brot, ein paar Zwiebelringen und Maggi leisten konnte. Aber du, schwer arbeitender Möchtegern-Streamer, du Frittenbudenbesitzer, du Modelabelbetreiber, du Castingshow-Organisator, du Superkünstler des Jahres, nichts kriegst du auf die Kette, nichts, gar nichts kriegst du auf die Kette und machst dann eine dicke Hose da und flex wie ein Großen. Bin doch kein Kaninchen. Edge und Markenprodukte sind richtig und wichtig. Nur wer Markenprodukte trägt, ist was wert. Zwei Tage später, na, das ist das ganze Theater mit den Marken und mit den Kindern, das geht ja gar nicht. Ja, schmeißt da jeden Tag Lebensmittel weg im Wert von 15, 15 Euro, wo eine kleine Familie von leben könnte. Vier Tage später macht dann Post, ja guck mal hier, ne, das ist aber besser wie wegschmeißen. Es gibt ja so viele Leute, die schmeißen Lebensmittel weg. Das geht ja gar nicht. Nein, das macht ihn richtig wütend. Hier, mein Freund, hier. Das bist du. Ein richtig kleiner Parasit, ein Schmarotzer bist du. Nichts hast du auf die Kette gekriegt. Du erzählst davon Planen und hin und her und Studio und Equipment. Das ganze Zeug, das verrostet in deinem Schrank und hin und her. Du hast nichts auf die Kette gekriegt. Castingshows wolltest du machen. CDs wolltest du produzieren. Ja, Super Entertainment und Show wolltest du machen. Podcast wolltest du machen. Oh mein Gott, was du alles machen wolltest. Ja, Modelabel. Secret-Päckchen hier, da, den ganzen Rudis Resterampe. Ah, bla, 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 bla. Wie so ein Pubertärender. Hier mit meiner Größe, da habe ich manchmal auch so Diskussionen, was man alles machen könnte und hin. Ja, sag ich, ich höre dir zu. Und ich lasse sie auch Fehler machen, weil, ist ja eh egal, was der Alte erzählt. Ne? In dem Alter ist man halt Schleuer. Man sollte über Politiker, sollte man alle austauschen gegen Pubertierende. Ja, Höchstalter für Politiker sollte 22 sein. Ja, Leute, ist so. Höchstalter, ja, von Politiker auf dem ganzen Planeten, Kinder an die Macht, von 14 bis 21. 22. Ja, das sind eh die Schleusten. Den kannst du auch erzählen, was du willst. Die hören dir auch nicht zu. Das sind die Schleusten. Die sind so schlau. Und genau so bist du auch. Mit 47 Jahren sitzt du da und baust dir da dann. Man soll Ziele und Träume haben, ja. Aber wie wär's denn erstmal mit so greifbaren Zielen? Ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu werden, ein wertvolles Mitglied der Familie zu werden, ein wertvolles Mitglied der Nachbarschaft zu werden, ein wertvolles Mitglied für überhaupt irgendetwas zu werden, für die Freunde, die angeblichen. Wie wär's denn damit? Du hast so viel Zeit, mach doch mal einen Schulabschluss oder sowas. Kümmer dich doch um deine Ernährung. Geh doch da mal ein. Nimm doch dein verkacktes Buch. Nimm es doch bitteschön. Mach doch damit mal irgendwas. Fang doch mal mit irgendwas an. Leute mal nicht beleidigen. Werd doch einfach mal ein cooles Herrchen. Das wäre doch auch schon mal anfangen. Irgendwas Einfaches. Nein, er macht gleich die Weltherrschaft. Der Pinky und der Brain. Nerf. Du bist ein Loser. Und lebst da irgendwo in Wolkenkuckucksheim. Dann auch okay. Komm, auch okay. Du bist ja nicht der einzige Tagträumer, der irgendwo durch die Weltgeschichte hüpft. Oder wongelt. Du bist ja nicht der Einzige. Ist okay. Aber musst du jetzt extra noch anderen Leuten damit auf den Sack gehen? Musst du jetzt extra noch andere Leute ausnutzen? Musst du extra noch auf den Gefühlen und auf den Emotionen von anderen Leuten rumtrampeln? Ich sag mal, ich habe ja mittlerweile auch kapiert, ne? Selbst der Roswitha und der Gerda, die haben sie ja nicht mal alle stramm.
So. Aber warum nicht? Da muss doch viel kaputt. Guck mal, ich als Kritiker, ich als Reactor, ich mache mir hier einen Kopf und überlege, wie können solche Frauen so geworden sein? Was muss passiert sein, dass die so geworden sind? Selbst ich müsste doch sagen, hier kommen hier ganz andere Worte. Ich müsste die Worte von Bella aufgreifen und die rumdrehen und zurückballern. So sieht's doch aus. Also wie viel Menschlichkeit hast du denn noch? Wie viel Menschlichkeit hast du denn noch? Hier, Bella sitzt bei dir und erzählt von ihrem Krebs und hin und her. Und ich trottel den sie im Moment absolut durchs Internet jagt mit ihren beleidigen, ekligen Aussagen in meine Richtung und meiner Kinder. Ich denke mir, oh mein Gott, wie kaputt muss alles sein, dass dieser Krebs jetzt dazu sorgt, so viel Hass nach außen zu projizieren. Irgendwo tut mir das leid. Irgendwo, irgendwie. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ja. Ebenso wie für Gerda. Warum sieht das keiner? Ich meine, es ist ein Unterschied, ob sie mit jemandem keinen Kontakt haben möchte. Aber man sieht es doch. Nicht nur wir haben doch gesehen, wie er sie vorgeführt hat in ihrem Zustand, ungepflegt und mit allem Pipapo, mit ihren Lächerlichkeiten am Telefon. Leute, ja, es geht um sexualisierende Dinger und hin und her und der Bezug zwischen Geilheit und Schweine und Mütter. Und die sagt am Telefon, ich bin auch eine geile Mutti. Das lassen wir jetzt hier besser mal. Ja, bin ich der Einzige, der sich denkt, die braucht Hilfe? Ihr meint, der meint, dass es hier Beef und Triggern? Nein! Die braucht Hilfe! Was soll ich denn jetzt machen? Wie soll ich ihr denn helfen? Wie denn? Soll ich jetzt die Adresse rauskriegen, da hinfahren und soll ihr helfen? Soll ich ihr jetzt die Haare waschen oder was? Oder Roswitha mit ihrem Mann, der auf dem Mountainbike zur Arbeit fährt als Pflegebedürftiger. Wie kaputt muss denn deren Leben sein? Die brauchen doch Hilfe. Die können einem ja nur leid tun. Also bis zu einem gewissen Punkt. Der Punkt ist überschritten. Jetzt tun sie mir nicht mehr leid. Jetzt mache ich mir nur Gedanken darüber. Ja? Das ist doch nicht mein Job, ey. Es ist nicht mein Job, dass die mir leid tun. Ich habe selber genügend Leute in der Community, die ein schweres Leben haben, die viele Schicksalsschläge haben. Ja? Da kann ich mich drum kümmern. Da kann ich mit einem offenen Ohr mal da sein. Da kann ich vielleicht mal mit ein paar warmen Worten da sein. Da muss ich mich nicht noch um so eine Bekloppten kümmern. Das muss nicht sein. Aber die Frage, die ich doch in den Raum stellen darf, ist doch, ja, was ist denn dann bitteschön? Er ist doch der beste Freund. Was ist denn mit denen untereinander? Wenn das doch so ein toller Club ist. Was ist denn? Fährt der Jürgen dahin und wäscht ihr die Haare? Fährt Annettchen dahin, wäscht ihr die Haare? Fährt Roswitha dahin? Was ist denn, wenn mit Gabi was ist? Fährt dann Klaus Karin dahin und kümmert sich um Gabi? Oder wie funktioniert das alles? Heute haben wir es wieder gesehen in der Familie. Man hat sich doch so lieb. Ja, nie ist klar. Klaus Karin sagt was? Zack, bumm, kommt sofort der Hinweis von Angelika. Halt den Mund, Klaus Karin! So sieht's aus. Das ist doch die Hierarchie in dieser Familie. Solange wie du Nutzen bringst, ja, alles gut, alles schön. Aber wehe, du muckst auf. Wehe, du muckst auf. Wehe, Knecht, Magd. So sieht's doch aus. Und dann setzt der sich dahin, großkotzig mit dem Finger wiegelnd. Und macht da ein, nur weil er selber nicht schnallt, was für eine kaputte Existenz er doch widerspiegelt und wie er dafür sorgt, auch andere Existenzen mit darunter zu ziehen? Aha. Ist ja interessant. Und gerade so eine Person möchte, dass es keine Kritiker gibt. Tja, Gott sei Dank leben wir in einem Land, wo genau solche extreme Personen dann doch Gott sei Dank immer mehrere Kritiker haben. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Denn sowas lässt man nicht unkommentiert in die Öffentlichkeit rausblasen. Nein. Ja, wo kommen wir denn da hin? Was soll das denn? Man kann doch den Menschen nicht den Mund verbieten, dass wenn sie so etwas sehen, und das ist ja nur das Vordergründige, ja, wenn man hinter die Kulissen schaut, dann wird es ja erst richtig widerlich. Also, Entschuldigung, ich weiß jetzt nicht, ob man das Widerliche, was wir sehen, nochmal beschwichtigen kann, um das dahinter noch widerlicher zu nennen. Das ist ja schon dreist. Aber es geht halt nicht anders, ne? Also, nicht mit mir, Schweinemurgeli, nicht mit mir, ganz bestimmt nicht.
So, wir sind bei seinen Tischmanieren. Ja, ob du schmatzt, furzt und rülpst, natürlich geht uns das nichts an. Aber wir dürfen es kritisieren und kommentieren. Das dürfen wir sehr wohl. Und das geht dich in Scheißdreck an. Ganz einfach gesagt. Ganz einfach. Ganz einfache Geschichte. Wenn du meinst, du müsstest dich in den Live setzen, rülpsen, schmatzen und furzen, dann ist das dein Recht, solange die Plattform das akzeptiert. Aber es ist das Recht eines jeden, der das gesehen hat, das zu kritisieren und zu sagen, das ist widerlich. Gleiches Recht für alle. Ich gebe mir so eine Mühe mit den Hintergründen. Ich gebe mir wirklich Mühe mit den Hintergründen. Wirklich. Ich gebe mir wirklich Mühe mit den Hintergründen. Zum Beispiel heute, das sieht nach nichts aus. Das sieht nach nichts aus. Das waren 20 Minuten. Weil ich wollte unbedingt wieder was mit der Muppet Show haben. Und ich möchte irgendwie auf diese ganzen Trottel zu sprechen kommen. Ja? Das sind gespielte Charaktere für Kinder. Die kommen da ja noch nicht immer mit. Darum hat mich in meiner Kindheit begleitet. Ne? Das sind teilweise Helden meiner Kindheit gewesen. Das ist wirklich ein Übel. Und eigentlich tun die mir leid, dass die jetzt dafür stehen müssen, für diverse. Ne? Ach, guck mal, da sind sogar Kritiker da hinten. Guck mal. Ne? Das ist alles irgendwie da. Es passt so wunderbar. Und jetzt hält er die Schweinchen rein und kapiert gar nicht, was los ist. Kannst du die Schweinchen bitte nochmal angucken? Kannst du bitte gucken? Denn all die Schweinchen, die du da gerade gezeigt hast, das sind Holzschweinchen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass das Holzschweinchen sind. Ne? Du hast vorher noch die Titelmelodie von Pinocchio gesungen. Hm? Boah, du bist so strunzendoof. Also, wenn du das alles nicht verstehst, was hier an Satire, an Parodie gemacht wird, du musst es nicht gut finden. Aber jetzt mal ganz ehrlich, dass ich mir Mühe gebe, hier das Richtige zu tun, dass ich mir Mühe gebe, das wirklich bis ins Detail vernünftig und gut zu machen, als satirisches Programm, durchaus den Finger in die Wunde bohrend, natürlich. Ich habe dir schon ein paar Mal gesagt, du wirst noch den Boden, auf den ich wandle, als Kritiker von Schweinemorali, den wirst du noch knutschen. Den wirst du noch knutschen. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Und genau an dem Tag, wo du das machen wirst, wirst du nämlich auch verstehen, dass der komplette Inhalt dieses Programms dein Content ist. Dass du der Auslöser bist. Denn es ist und bleibt eine Reaction. Eine Reaktion. Aktion, Reaktion. Wir können es auch die Was-passiert-dann-Maschine nennen. Vielleicht passt das eher in dein Intellekt. Ich lass mich von euch nicht erziehen. Das ist ein Spruch, den hast du vor 40 Jahren schon gebracht, ne? Keiner will dich erziehen. Keiner will dich erziehen. Mach doch, was du willst. Mach doch, immer, ich bin hier gerade mittendrin in der Phase. Nee, da brauche ich doch sowas wie dich nicht noch dazwischen. lass mal. Der Zug ist bei dir abgefahren. Dich kann man nicht mehr erziehen. Dich kann man nicht mehr erziehen. Dich kann man versuchen, in die Schranken zu weisen. Durch vernünftige, durchdachte Kritik und durch die Justiz. So, Doktor, Patient, Oberti macht jetzt Zuckermessung und Blutdruckmessung. Naja, ist ja schön, dass er in der Apotheke shoppen war. Ach ja. Ja. Wäre jetzt interessant gewesen, wenn er die erste Zahl auch gesagt hätte, die ihn gerade so, oh. Wird einen Grund haben, dass er sie nicht gesagt hat. Naja, pieksen wir uns halt nochmal. Hab ich so blöd. Übrigens, so Händewaschen vorher wäre eigentlich eine ganz coole Idee, aber... Naja, Gott sei Dank hat wenigstens einer im Chat aufgepasst und jetzt holen wir uns wieder Flächendesinfektionsmittel. Das ist natürlich zum Blutzuckermessen perfekt geeignet. Was hast du in dem süßen Kaffee? Einen künstlichen Zucker drin? Warte mal, war da nicht was? Da war doch mal die Aussage von so einem komischen Künstler, der gesagt hat, nein, mit diesen künstlichen Zuckern und so, nein, dem gehe ich nicht mehr, das ist viel zu teuer, das bringt gar nichts. Ich nehme wieder richtigen Zucker. War das nicht? Doch, ne? Da klingelt's doch hinter den großen Ohren vom Onkel. Da klingelt's doch! Ding Dong! Batman! Ist Böses im Busch.
Nee, das war woanders. SpongeBob! SpongeBob. Kaulquappenman und Aquabube. Nee, Blaubarschbube und Blaubarsch. Ja, die halt, ne? Übrigens, Blut rausquetschen macht man auch nicht, zu hoher Wasseranteil, aber komm. Ja, ein 150er Zucker, was kann das bedeuten? Vielleicht bedeutet das ein 150er Zucker. Du hast doch gerade Abendbrot gegessen. Was hast denn du so zum Abendbrot gegessen? Waren das vielleicht Kohlenhydrate? War das vielleicht ein Brötchen? Ja? Hast du dir Latte Macchiato mit ungefähr 150 Gramm Nesquik da reingepfiffen? Kann das eventuell sein? Was gab's denn dazu? Was gab's denn zu dem Brötchen außer deiner Margarine? Was kann das denn wohl sonst bedeuten, wenn da 150 steht? Es ist kein nüchtern Zucker. Mann, brach mich nicht pulzig hier. Trockel. Am besten kippst du dir jetzt noch einen Liter Cola im Kopf und dann misst du einfach nochmal. Alles gut, Leute. Alles gut, alles gut. Übrigens finde ich das total interessant, wie er gerade schon die nächste OP antriggert. Ich versuche das ja noch so oft wie möglich zu überhören, ne? Also hier im React, aber Mannequin. Hm. Jetzt zeigt das Blutdruckgerät die falschen Werte. Er wollte natürlich jetzt dem Onkel wieder in die Schuhe schieben, dass er an allem schuld ist. Aber der Onkel ist natürlich an allem schuld, weil die Tabletten funktionieren ja und die Tabletten kriegt er ja nur wegen dem Onkel. So lächerlich, ey. So lächerlich. Guck mal, kaum habe ich es gesagt. Ja, ja, läuft alles über einen Anwalt und es gibt ein Gutachten und hin und her. Das darfst du keinem erzählen. Das darfst du keinem erzählen. Also selbst wenn alles gut ist, ist der Onkel schuld. Ja. Brauchst du auch noch Entschuldigen für irgendwas? Schreib mich an, ich mach das. Die Ärztin hat gesagt, er hat Glück, dass er die Herztabletten so gut verträgt. Die Herztabletten, wo uns gestern erzählt hat, das ist ein ganz leichtes Medikament und er hat eine Dosis für Kinder bekommen. Ja, und da hat er so ein Glück, dass er das verträgt. Warum? Weil du kein Kind bist oder was? Alles nur Show, alles nur Show und selber verplappern. Ist jetzt nicht so, dass ich mir das Medikament gemerkt habe, dass ich einen Screenshot davon gemacht habe, das recherchiert habe, beim Arzt gesprochen habe, um dann zu behaupten, pass mal auf, mein Freund, was erzählst du da für Lügengeschichten? Nein, absolut unnötig. Das macht der Künstler alles schon selber. Hm? Hupi hupi, hupi hupi. Meinst du jetzt eigentlich wirklich, wenn du noch 100 Mal erwähnst, dass ich dich angeblich als Tiermörder erwähnt hätte oder betitelt hätte, dass ich es dann tun würde? Nein, du hast dein Tier im Live verrecken lassen. Und da gibt es ja wohl keine Diskussion, oder? Und jetzt gehen wir wieder auf die Familie los, weil, ja gut, was willst du jetzt beim Onkel auch kritisieren? Dass er eine Kritik macht, eine Reaction macht mit Satire und Parodie, ihn ein bisschen lächerlich zum foppt und verarscht? Naja gut, okay, was willst du da daran kritisieren? Also gehen wir wieder auf die Familie, ne? Erstmal auf Eiche, ne? Sehr schön. Aber Kollege, mach dir doch mal da keinen Kopf drum, ne? Da brauchst du ja keinen Kopf drum machen. Und ich hab dir schon mal gesagt, du kannst mich nicht triggern, du bist eine Witzfigur. Und zwar keine gute. Nein, 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 du bist einfach nur lächerlich. Aber hast du noch mehr? Ah, wir haben ja heute gar keine Hater hier drin. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn, liebe Hater? Ja, danke schön. Ja, danke schön. Ja, danke schön. Ja, danke schön. Habe ich schon Dankeschön gesagt? Nicht, dass es heißt, ich wäre undankbar. Hm? Dankeschön. Bevor du dich nach Hatern umschaust in deinem komischen Kack-Chat da, solltest du vielleicht mal auf die Leute eingehen, die da sind, warum auch immer. Ich kann es wirklich nicht verstehen, aber geh doch mal auf die ein. Die haben nämlich wirklich Probleme. Was? Anonyme alte Omas? Wo? Bei dir?
Oder was? Oder wie? Also, liebe Leute, bitte versteht die Einladung nicht falsch. Wir nehmen hier auch nicht jeden Schrott auf. Aber wenn ihr wirklich mal quatschen wollt, reden wollt, versucht es anders. Macht euch einen Pseudo-Account, macht euch einen zweiten Account. Kommt einfach mal vorbei. Morgens, Onkel am Morgen, so grob um 9 Uhr sind wir hier. Lasst uns ein bisschen quatschen. Ist vollkommen in Ordnung. Wir haben eine super Community. Ja, die sich besser hier nicht blicken lassen sollten, ich glaube, die wissen auch, wer gemeint ist. Das sollte man nicht so übers Knie brechen. Aber ansonsten, schaut euch das mal an. Ich denke, wir sind nicht perfekt, aber wir sind nah dran, wirklich eine sehr harmonische Gemeinschaft hier zu sein, wo man auch mal Kritik. Bitte nicht so viel. Nicht so viel Lob, dass ich gut aussehe, weiß ich nämlich selber. Da werde ich immer rot. Nicht so viel Kritik. Du musst da schon. Aber so untereinander, alles gut, alles schön. Macht mal. Kommt mal vorbei. 9 Uhr, YouTube. Onkel DLP. Ja, und zack, fühlt sich Ute angesprochen mit den alten Omis inkognito und hin und her. Und damit hat sie ja recht. Na, dich meine ich ja nicht. Ich meine ja nur die anderen. Nein, du hast es verallgemeinert. Alte Omis. Alte Omis ist ein Überbegriff. Du hast es nicht persönlich auf eine bestimmte Person bezogen, sondern du beziehst es wie immer auf alte Weiber, die Weiber, Omis. Darauf beziehst du dich. Und da hat die Ute leider, hat sie da recht. Er hat sie alle gesehen, die ganzen großen Stars aus Deutschland. Ne? Er hat sie alle gesehen, ja. Nur ihn hat keiner gesehen. Du Trottel. Also, warum erwähne ich deine liebe Gerda und Rosi? Ach, wie hieß die andere nochmal? Ach so, ja, und deine Gabi und deine Klaus-Karin? Ja, warum erwähne ich die wohl immer? Könnte es was damit zu tun haben, dass du sie jetzt gerade erwähnt hast und ich deinen Content hier kritisiere und reacte? Könnte es vielleicht was damit zu tun haben? Dass du sie ausnutzt und ausbeutest, nicht nur finanziell und als Haushaltshilfe und wie auch immer, als Markt, als Knecht und sonst was, sondern auch noch für dein Content missbrauchst? Könnte es da dran liegen? Mach dir mal ein Köpfchen. Hast ja viel davon. Tja, und so weit sind wir jetzt schon. Also, wenn das nicht recht gibt, ich meine, lass es sein, wie sie ist, aber jetzt mal ganz ehrlich, selbst deine Biomama gibt mir recht und sagt zu dir, lass es doch endlich sein. Du fängst immer wieder an, lass es doch endlich sein. Ich habe die Schnauze so gestrichen voll. Tja. Na? Muss ich da noch irgendwas zu sagen, Schweinemorelli? Ich denke nicht. Ja, wie viel sind denn jetzt 100 österreichische Schweizgelder? Ja, wie viel sind das denn? Weiß ich nicht. Wie viel sind denn 100 österreichische Schweizgelder? Hat der Onkel heute schon Schweizgelder-Support bekommen? Dankeschön! Du beschwerst dich, wenn ich sage, dass du strunzendoof bist. Ja, nee, ist klar. Ja, natürlich stopfst du Klaus-Karin immer voll, damit du schlanker aussiehst. Natürlich, das sehen wir doch immer wieder. Du erniedrigst die, wo du langkommst. Und jetzt sagst du, die ist 60, aber ist topfin. Ja, das sehen wir. Die muss ja auch deine ganze Bude sauber halten, plus ihre eigene Bude noch sauber halten, arbeiten gehen und dann auch für dich die ganzen Gänge machen, dich am Händchen halten. Nur, dass die wohl noch fit ist, das will ich wohl glauben. Nein, das ist nicht wahr. Das waren unter 100. Es sollten 100 Nutella-Gläser werden, aber die haushaltsübliche Menge wurde überschritten und von da, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren. 60? Ich weiß es nicht mehr. Es waren sehr, sehr viele. Es waren einige Kartons Nutella. Und wenn du das richtig verfolgt hättest, dann hättest du auch die Posts gesehen. Ja, wir haben sehr, sehr viel. Über die Hälfte.
über die Hälfte haben wir verschenkt. Ja. Ja. An Familien mit Kindern aus dem Bekanntenkreis, Freundeskreis. Ja. Auch welche dabei, die nicht so viel Geld haben und haben viel Freude damit gemacht. Ne? Nicht wie du behauptest, wir haben wir alle selber gefressen. Nö, das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Das ist wieder mal gelogen, Monsignore Morelli della Porca. Hm? Oh, weißt du, was das Tollste ist? Die Schuhe, über die du dich gerade mokierst, die meine Tochter gekauft hat im Outlet, die sind schon längst im Container, die sind schon längst weg. Und darüber regst du dich jetzt noch auf. Das ist doch schön. Gerade du sagst ja, kein Geld zu haben und hin und her, ja, das war eine Phase, da war nicht ganz so. Aber trotzdem müssen Kinder ordentlich rumlaufen. Das ist so. Und da finde ich dann so ein Shoppen in so einem Outlet mit bis zu 70-80%, finde ich da schon sehr clever. Finde ich sogar sehr clever, ne? Aber gut, davon hast du natürlich keine Ahnung. Dafür müsste man sich ja um seine Kinder kümmern und da müsste man dabei sein. Dann würde man auch wissen, was die so für Bedürfnisse haben und was die so brauchen. Ne? Das kannst du, Narzisst, natürlich nicht wissen. Du hast ja damals, währenddessen nur die fetten Einnahmen gehabt hast, dann lieber auch für deine Community gefragt, ob die nicht ein paar feste Schuhe haben. Übrigens, hast du die 10 Euro gekriegt von Klaus Karin für ihre neuen Badelatschen? Junge, du kannst mich nicht triggern. Versuch's doch erst gar nicht. Du kannst. Hör auf deine Mutter. Lass es einfach sein. Du kannst mich nicht triggern. Wofür ich die Monetarisierung anhabe, wenn ich jemanden kritisiere? Naja, für Support und Monetarisierung. Was meinst du sonst? Warum denn nicht? Das ist doch eine ehrenvolle Aufgabe, die ich hier mache. Und wenn ich sie gut mache, wenn ich es auf den Punkt bringe und dann auch noch sympathisch rüberkomme, dann habe ich manchmal Glück und dann bekomme ich auch einen Support. Kapierst du nicht, ne? Das ist aber auch nicht schlimm. Weil du musst das überhaupt nicht kapieren. Aber schlucken kannst du die Pille, ne? Gugong, gugong, gugong. Das ist schlimm, dass du ein Loser bist, ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Aber wie möchtest du das vor Gericht verwenden? Das wird mich interessieren. Du bist ein Loser. Und das ist sogar nachweislich, dass du ein Loser bist. Und? Ich habe auch immer gesagt, es gibt noch mehr Loser. Hm? Du bist ein Loser. Und? Jetzt weiter? Du erklärst jetzt Angelika, dass du das auf deine Art und Weise machst, ohne die Leute zu beleidigen. Naja, du beleidigst mich da in einer Tour. Und meine Familie ziehst du mit rein. Und dann heulst du wieder, wenn du die Quittung kriegst. Reaction. Meltdown. Ja, gibt's bald wieder den großen Heuli-Heuli-Stream? Ja, er will nach Wuppertal ziehen, das hast du richtig gehört. Viel Spaß. Das ist nicht meine Idee. Jetzt gucke ich gerade auf der Uhr, es ist 16.15 Uhr, mein erster Gugong, Gugong. Und dann, hey, bleib mal locker, Onkel. Du hast ja noch Zeit. Glasfaser sei Dank. Jetzt hätte ich jetzt ein kleines Problem. Könnt ihr das mal bitte alle hier teilen? Ich sehe hier keine Teilungsprozesse. Ja, Jojo, ist ja gut. Dankeschön. Ich sehe keine Teilungsprozesse. Was ist mit euch verkehrt? Ja, die sind im verkehrten Stream. Ich meine, es ist schlimm genug, dass man da drin sitzt. Also dann noch zu verlangen, dass das geteilt wird. Nein, ich habe keine Wellensittiche. Nein, ich habe zwei Alexander-Sittiche, Halsband-Sittiche und zwei Nymphensittiche. Und die leben sogar alle. Also seine Wellensittiche, mit denen spielt er ja erst, wenn die tot sind. So 14 Tage oder so. Jetzt fängt er an mit Kaugummi knatschen. Jetzt wird mir schlecht. Ich möchte das ganz gerne schnell beenden. Aber die sexualisierenden Andeutungen, was so rasiert ist da. Welche Schürze hast du rasiert? Was? Komm, ich will es gar nicht wissen. Ja, es wird nur noch ekelhaft mit Piercing und... Ja, schmeiß die Leute raus und...
Nee, einfach nur noch eklig. Aber man sieht ja auch, es gibt ja bestimmte Screenshots aus dem Chat. Mittlerweile werden ja immer mehr Leute wach und sagen, ich habe die Schnauze voll, du hast mich jetzt lang genug hier zum Deppen gemacht. Das war's, auf Wiedersehen. Ne? Und da kann ich nur sagen, Daumen hoch, Leute. Daumen hoch, Leute. Na, jetzt geht's Gejaule los. Er wird irgendwann glücklich sein. Nein, wirst du nicht. Das kann ich dir schriftlich geben. Liebe Leute, jetzt muss ich aber wirklich langsam schneiden, rendern, hochladen, weil das dauert ja auch noch einen Moment. Und dann Highspeed-mäßig bin ich schon wieder bei euch. Ich freue mich also auf euch. Und jetzt freue ich mich, dass wir hier die Zeit gemeinsam verbracht haben. Ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal, da ich noch nicht alle Videos geschafft habe. Es kommt noch dieses bekloppte 3 Stunden 30 Ding. Da weiß ich noch nicht einmal, ob mich da auch nur ansatzweise irgendwas von interessiert. Und tatsächlich hat er heute Morgen dann auch direkt wieder einen rausgeknallt. Wollen wir mal gucken. Gehen wir mal jetzt schon davon aus, dass wir uns aller Wahrscheinlichkeit morgen hier um 17 Uhr wiedersehen können. Wer es bis dahin nicht aushalten kann, der kann mal ein bisschen auf Facebook gucken. Da gibt es vielleicht auch noch die eine oder andere kleine Überraschung. Und ansonsten Onkel am Morgen um 9 Uhr. Küsschen auf Schnüsschen. Thank you for supporting, for watching, fürs Liken, fürs Dasein. Ihr seid wunderbare Menschen. Dankeschön. Onkel, Abspann! Mach dich nackig! Ist warm!